Ja, lieber Radfix, herzlich willkommen zum zweiten Teil Vertikutieren und Nachsehen. Ich will euch jetzt zeigen, wie die Fläche nach anderthalb Wochen aussieht. Es ist anderthalb Wochen später, wir haben den 17. Juni. Ich glaube, das Video kommt jetzt heute Donnerstag, am Samstag raus. Und am 8. Juni haben wir hier gesät und gedüngt. Am 7. haben wir vertikutiert und alles abgemäht. Und ich mähe jetzt auf 13 mm. Auf 13 mm mähe ich und das Grün habe ich heute Morgen auf 6 mm gemäht. Und die Fläche, die war noch nie so gut. Ob allerdings die Nachsaat aufgelaufen ist, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Es ist die letzten Tage schon brütend heiß hier. Wir haben heute den heißesten Tag gehabt, 34 Grad. Im Schatten hatten wir, das ist natürlich für Rasen brutal. Ich habe sehr, sehr viel gewässert. Aber ich kann nicht sagen, ob die Saat jetzt wirklich gekommen ist. Die Rasenfläche sieht aber insgesamt fantastisch aus. Von daher bin ich zufrieden. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Rasen jetzt nicht in den nächsten Tagen verbrennt. Es soll noch ein bisschen heiß bleiben und dann kommt nächste Woche Gewitter. Dann gibt es wieder ein bisschen mehr Regen. Ja, wir mähen das mal jetzt hier mit dem E-Flex. Den habe ich noch ein bisschen umgebaut. Ich habe da eine andere Frontrolle noch mal rangebaut. Die hat hier diesen Abstreifer für das nasse Gras, weil ich jetzt immer eigentlich morgens mähen möchte. Und nicht mehr abends, sondern morgens, wenn es schön feucht und frisch ist, das Gras, dass ich es dann mähe. Und deswegen brauchte ich einen Abstreifer. Für die andere Frontrolle hatte ich keinen Abstreifer. Deswegen habe ich dann mal umgebaut. Also 13 mm. So, Freaks, jetzt gucken wir mal im Schatten hier, wie der Rasen so aussieht. Wenn wir ein bisschen besseres Bild haben als in der Sonne. Ja, also ich würde sagen, ein dichter Teppich. Aber man sieht auch wieder, auch bei 13 mm lässt er immer noch so ein paar Helmchen stehen. Das ist etwas, was mich nach wie vor stört. Jammern auf höchstem Niveau. Aber er könnte noch besser alle Halme abschneiden. Wenn ich so die anderen Profis sehe, die mähen tatsächlich mehrmals in die gleiche Richtung oder sogar gegen, um jeden Halm dann mal zu erwischen. Also man muss tatsächlich beim Schwindelmäher öfters rüber mähen, weil er immer ein oder zwei Hälmchen auf so einer Fläche, so einer handtellergroßen Fläche, na vielleicht drei, vier Hälmchen, immer so ein paar Hälmchen stehen lässt. Aber insgesamt bin ich mit der Rasenfläche mega zufrieden. Wir schauen noch mal aufs Grün, auf die 6 mm. Heute Morgen auf 6 mm gemäht, also noch mal 1 mm tiefer gegangen. Ich habe jetzt noch 1 mm, die nicht tiefer gehen. Also ich möchte auf 5 mm gehen. Vielleicht gehen wir auch auf 4. Das ist jetzt 6 und man sieht, er ist auch schon wieder ein bisschen rausgewachsen. Aber auch das Grün hat einen Zustand, wie ich ihn schon lange nicht mehr hatte. Das liegt garantiert am Aerifizieren mit dem Rasenspecht. Ihr erinnert euch, das ist ein Wahnsinn, wie dicht und wie schön das Grün geworden ist. Wie satt grün das aussieht.
unglaublich. Ja, wir wollen, wie gesagt, noch 1 mm tiefer. 5 mm sollte erstmal die Grenze sein. Und beim Fairway will ich auf 12 mm. Jetzt gehen wir erstmal auf 13. Also ich war ja auf 14, hier war ich auf 7. Und nochmal immer 1 mm runter pro Woche. Mehr möchte ich eigentlich nicht machen. Ja, mega. So, und jetzt gehen wir zurück, 1,5 Wochen, und ihr seht, wie ich hier gedüngt habe und welche Rasensaat ich verwendet habe. Viel Spaß dabei! Yeah! Freaks, das ist die Saat, die ich immer in den letzten Jahren hier raufstreue, und zwar Fairway exklusiv von Prosementis. Die hat 40% die Festuca rubra, dann 20% nur die Lolium perenne und 20%, nee, 30%, nee, auch 40% die Poa pratensis. Was ganz wichtig ist hier bei diesen Säcken, die müssen gut gemischt werden. Die müssen halt wirklich nochmal so ein bisschen durchgemischt werden, damit die Rasensaat schön verteilt ist. Ich habe das gerade nochmal gecheckt, also 18 war schon zu klein. Bei 20 fängt die Saat an zu rieseln. Dann mal rein damit. Ja, 25 Kilo. Mal gucken, wie wir das waren. Haben wir noch 16 Kilo. Nicht schlecht. Das war nicht schlecht jetzt. Das sieht doch ganz gut aus. Schön verteilt. Dann noch einspülen. Liegt natürlich alles oben drauf. Mein Rasen so dicht ist. Oh, gut. So, lieber Radfix, jetzt wässern wir gleich diese Grassaat in die Rasenfläche ein, damit sie noch ein bisschen tiefer fällt. Sie liegt tatsächlich überwiegend oben auf, weil meine Grasnarbe halt sehr dicht ist. Und deswegen habe ich jetzt gleich noch die Bewässerungsanlage angeschaltet, um möglichst die Saat, die Samenkörner tief in den Boden reinzuspülen. Ja, das machen wir jetzt ordentlich, eine halbe Stunde pro Strang. Das dauert wieder ein paar Stunden. Mal gucken. Und dann, heute Nachmittag, kann ich ja noch mal düngen. Und überall liegt die Saat da, wo sie nicht liegen soll. Shit, im Beet. Toll. Ja, das ist nicht so toll. So, wir machen jetzt den letzten Act. Wir düngen das zweite Mal in diesem Jahr. Ich habe im März gedüngt, 24. März, glaube ich, ziemlich genau. Das erste Mal mit Oscorna, Rasaflor granuliert, ein organischer Dünger. Und jetzt habe ich bei rasenwelt.de einen sehr interessanten, auch einen interessanten organischen Dünger gefunden, der hervorragend zusammen mit einer Nachsaat oder überhaupt mit einem Säen funktionieren soll, weil der hat diesen, die Myharitze hat einen Pilz, die Myharitze, Mykharitze. Das ist ein Pilz, der eine Symbiose eingeht mit den Wurzeln und dadurch die Wurzeln noch besser versorgt, optimal versorgt mit Nährstoffen, hält das Wasser auch besser an der Wurzel und sorgt für eine optimale Nährstoffzufuhr. So ein bisschen laienhaft von mir gesagt. Könnt ihr gerne mal in Beschreibungen gucken. Myharitze ist drin, es ist auch der Bacillus subtilis drin, der Bacillus subtilis. Auch ein Pilz, der auch das Rasenwachstum begünstigt. Dann hat er eine sehr schöne
Nährstoffverteilung 12,09, also kein Phosphor. Ich habe sowieso immer zu viel Phosphor drin. 12% Stickstoff, 9% Kalium. Eigentlich ein sehr cooler Dinger, auch als Frühjahrsdünger. Hätte ich ihn schon nehmen können und nehmen sollen. Gut, jetzt nehmen wir ihn jetzt als zweite Düngung. Und mehr will ich dieses Jahr nicht machen. Mehr will ich dieses Jahr nicht düngen. Ich will die Stickstoffversorgung so gering wie möglich halten. Mit dem Oscorna und dem Maxwell, heißt der Amino 1. Mit diesen beiden Düngern habe ich ungefähr nur 10 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Jahr dann gestreut. Und das versuche ich jetzt durchzuhalten, weil ich ja eben diese feinen Gräser, das Fastuca rupera Gras, was auch in meiner Rasensaat ja jetzt drin war, um das eben mehr zu fördern. Und jetzt hoffen wir mal, dass es nicht gleich anfängt zu regnen. Es gibt ja nämlich jetzt gleich ein heftiges Gewitter. So hört es ja zumindest an. Wir düsen jetzt rüber. Ich muss noch gucken, wie die Einstellung funktioniert, wie das Zeug überhaupt aussieht. Oh ja, oh ja. Relativ fein granuliert. Interessant. Ja, ich fange mal mit 15 an. Riecht gut. Jetzt muss mal alles gut riechen. Ich hau jetzt zweimal 20 Gramm. Also zweimal 20 Kilo. Also 40 Kilo. Staubt ein ganz bisschen. Turf Food Mini, also ein Golfplatz geeigneter, organischer Dünger. Cool, jetzt habe ich auf 15 gestellt. Ich hoffe, das passt. Du kannst ja mal nach dem Streukegel gucken, meine Süße. Wie sieht das aus? Sie sieht nichts. Ist gut. Ja, wir wollen ja möglichst zweimal rüberlaufen. Erstmal im Randbereich mit 15. Ja. So. Oh, jetzt rennt er hier einmal komplett wieder längs. Ja, ich glaube, ich kann noch ein bisschen höher stellen. So, gehen wir auf 17. Ah, ist besser. Das ist besser. Na? Grummel. Diese Flächen sind natürlich zu klein. Ne? Das ist einfach nicht sinnvoll, diese Flächen hier mit diesem Streuwagen zu streuen. Das war Sack Nummer 1. Jetzt kommt Sack Nummer 2. Also, jetzt machen wir es genau andersrum. Wollte ich mal hier zeigen, zwischen ungedüngt und gedüngt. Mein Nachbar hat nämlich mit mineralischem Dünger gedüngt. Und das ist echt interessant, wie der Rasen hier schon grüner, dunkelgrüner ist, als mein heller Rasen, der mit organischem Dünger gedüngt wurde. Er hat zwar noch einige Problemstellen. Er hat ganz, ganz fiese Rotspitznester. Hier hat der Rotspitz sehr zugeschlagen, weil eben Rutschspitzigkeit kommt, wenn die Stickstoffversorgung zu schlecht ist. Er hat auch erst im März gedüngt und hat auch jetzt erst wieder gedüngt. Das war zu spät, er hätte nach 6 Wochen wieder düngen müssen. Der mineralische Dünger ist weg gewesen. Und dann hat sich der Rutschspitz hier breit gemacht. Das habe ich aber auch ein paar Stellen. Auch bei mir gibt es ein paar Rutschspitzstellen, aber nicht so krass wie bei ihm. Hier sieht man das auch sehr schön. Hier so ein paar Rutschspitznester. Da. Hier in der kurzgeschnittenen Fläche und hier auch schon ein bisschen. Also es wurde tatsächlich höchste Zeit,
ein bisschen organische Düngung nachzuziehen, weil irgendwo ist dann auch mal eine Grenze erreicht und dann geht das Gras kaputt. So, jetzt sind wir durch mit der Zwei-Tages-Aktion. Vertikutieren, mähen, nachsehen und düngen. Genau, vier. Vier Aktionen in zwei Tagen. Unzählige Male über die Fläche gelaufen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Schritte ich gemacht habe. Ich sage immer, und ihr wisst es, Rasen ist reiner Sport. Danke fürs Zuschauen. Bleibt dran. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Euer Rasenfreak sagt tschüss und ich glaube, ich gehe jetzt in die Badewanne. Ciao.